Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann Sie beruhigen zum Punkt 23 der Tagesordnung. Der Anfang ist seit Beginn des Monats September schon erledigt, denn im ersten Halbjahr dieses Jahres hat der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit parteiübergreifend eine Corona-Anhörung und Evaluation angesetzt. Und die war am 5. 6. September. Anwesend war auch die antragstellende Fraktion. Es wurden über 30 Stellungnahmen, manche zusammengefasst natürlich von Trägern, erarbeitet. Und es waren an diesen zwei Tagen über 20 Anhörungen vor Ort, manche zusammengefasst, die UKS war mit 7 unterschiedlichen Abteilungen beteiligt. Und aus dieser Evaluation haben wir viel Material gewonnen, was auch im Ausschuss dort beschlossen wurde, dass wir es gemeinsam in den nächsten Sitzungen behandeln werden. Und das, was jetzt zum Schluss genannt wurde, nämlich die Erfahrungen, ohne Kritik auszuüben, auszutauschen und daraus zu lernen. An dieser Stelle hat auch unser Gesundheitsminister Dr. Magnus Jung in seinem Grußwort genau das beschrieben und hat auch angekündigt, dass das Ministerium ein Weißbuch erstellen wird mit Handlungsempfehlungen. Gleichzeitig wird sich der Ausschuss noch einmal damit befassen. Unter Unterstützung von Dr. Jürgen Rissland, und da möchte ich für unsere Fraktion, und ich denke, ich spreche dort auch für die Kollegen der CDU-Fraktion ein großes Dankeschön aussprechen, hat er uns begleitet in der Vorbereitung wie auch in der zweitägigen Anhörung. Auch das Thema Long-Covid wurde am zweiten Tag behandelt und wurde von Long-Covid Deutschland thematisiert. Ich bin froh, dass wir gemeinsam diese Anhörung so vorbereiten konnten mit den unterschiedlichen Facetten und dass wir so im Einklang hier das Ganze veranstaltet haben und das auch auf großer Basis so, dass man eine höchstmögliche Beteiligung hatte und auch, dass die Bevölkerung es sehen konnte. Und am Ende möchte ich nur so viel sagen, ich freue mich schon auf die weitere Erarbeitung und die Schritte, die vor uns stehen, um das Thema Corona aufzuarbeiten. Und ich gebe einen Tipp an die antragstellende Fraktion. Wir waren sogar so vorausschauend, dass das Ganze immer noch auf YouTube abrufbar ist. Es sind einmal 6 Stunden und einmal 3 Stunden über den Kanal des Saarländischen Landtags. Und an dieser Stelle möchte ich für meine Fraktion sagen, wir lehnen den Antrag ab und werden gemeinsam weiter im ASFG-Ausschuss das Ganze erarbeiten. Danke sehr.